Halleluja, es ist Ostern. Halleluja, Jesus lebt. Dank des Teams von Herzo.tv kann ich diesen Ostergruß zu Ihnen nach Hause schicken. Dahin, wo Sie jetzt sind. Am Küchentisch, auf dem Sofa, noch im Bett, umgeben von Ihrer Familie oder alleine, mit Tee oder Kaffee, Osterbrot oder Schinken auf Ihrer Semmel. Mit dem Gesangbuch neben sich, einer Kerze vor sich und wenn Sie eins haben, mit einem kleinen Kreuz an der Wand oder vor Ihnen in Ihrer Hand. Herzlich willkommen und frohe Ostern 2021. Und auch die seien herzlich willkommen und begrüßt, die jetzt noch schlafen und sich dann erst später diesen Gottesdienst ansehen und Ostern mit uns allen feiern. Frohe Ostern im Namen Gottes, dem Schöpfer unseres Lebens, im Namen des auferstandenen Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Gott ist bei uns, hier in der Kirche St. Magdalena, bei Ihnen zu Hause und er verbindet uns miteinander. Die Ostersonne geht auf, egal welches Wetter ist, jetzt und bei Ihnen gerade, denn die Ostersonne scheint in unsere Herzen. Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden, so singen wir aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied 556, die Verse 1, 2 und 4. Die Sonne geht auf. Thank you.
ein Morgen, welch eine Überraschung, welch ein Wunder. Jesus Christus ist auferstanden. Das Kreuz steht noch, aber das Grab ist offen. Das Kreuz, die Last dieses Corona-Jahres, sie ist nicht weg. Sie bleibt spürbar. Für die, die alleine sind, immer noch alleine. Für die, die in diesem Jahr nicht nur verzichtet haben, sondern auch Abschied nehmen mussten. Für die, deren Geduld unendlich gefordert wird. Ja, diese Last ist immer noch da, aber das Grab ist leer. Und ein Engel steht da und er sagt zu uns allen, fürchte dich nicht. Ja, es gibt Tage, da fällt es schwer, keine Angst zu haben. Aber ich sehe sie, die Zukunft, und ich spüre, wie schön es sein wird, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir uns umarmen, wenn wir feiern. Und ich glaube, dass Gott mit uns trauert und mit uns feiert. Beides sei gesegnet durch ihn. Lasst uns beten. Lebendiger Christus, du hast dem Tod die Macht genommen. Er kann uns zwar traurig machen, aber nicht die Liebe nehmen und auch nicht die Hoffnung. Lass deine Auferstehung auch in unserem Leben vorkommen. Lass uns darauf vertrauen, dass unsere Grenzen noch lange nicht deine Grenzen sind. Darum loben wir dich und singen dir unseren Osterjubel von überall her, dir zur Ehre. Amen. Wir hören das Osterevangelium, wie es beim Evangelisten Markus im 16. Kapitel aufgeschrieben ist. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Lasst uns nun auf das Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun zusammen das Lied 116 im evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 und 4. Er ist erstanden. Halleluja. Liebe Gemeinde, hören Sie auch manchmal Radio wie ich? Oder sehen Sie fern, nicht nur jetzt, Herzo-TV? Es gibt da im Bayerischen Rundfunk, bei Antenne Bayern und sonst wo so Sendungen, bei denen man spontan was gewinnen kann. Mal darf man für ganz Bayern eine Schätzfrage beantworten und eine Tasse gewinnen. Mal kriegt man die Chance auf 3.000 Euro, wenn man 6 Lieder erkennt. Und mal geht es um richtig, richtig viel Geld für Menschen, die so einen sehnlichsten Wunsch haben, den sie sich von alleine nie erfüllen könnten. Und wenn es dann klappt, dann ist man als Zuhörerin oder Zuschauerin ja, total gespannt, wie die Gewinner denn nun reagieren. Und manche sind so überwältigt, dass sie einfach gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Oft sagen sie nur, oh Gott. Und so von außen betrachtet, dachte ich mir dann schon manchmal, ja, hallo, was bist du denn für eine? Da geschieht gerade ein Wunder in deinem Leben. Du bist im Radio, du hast gewonnen. Und dann sagst du nichts oder höchstens, oh Gott. Aber wer weiß, wie es uns gegangen wäre, wenn wir die Überraschung des Ostermorgens so erlebt hätten, wie die Frauen am leeren Grab. Und Sie kennen sie wahrscheinlich auch, diese Momente. Da ist man so überwältigt, dass es einem glatt die Sprache verschlägt. Da hüpft zwar das Herz vor Freude im Kreissaal nach der Geburt des ersten Kindes, da steigt der Adrenalinspiegel
wenn sie auf der Pritsche am Computertomographen sitzen und warten. Und wenn dann die Ärztin mit den Untersuchungspapieren hereinkommt und sie anlächelt. Da juchzt die Seele schon lang, ehe das erste Wort über die Lippen kommt. Und je überwältigender der Augenblick ist, desto länger dauert es wahrscheinlich, bis ein Juhu, ein Hurra, ein Wunderbar oder wenigstens ein Oh Gott herauskommt. Weil so kleine und erst recht große Wunder schier unglaublich sind. Weil wir auf solche Wunder hoffen, aber es dann doch kaum glauben, wenn sie da sind. Und bestimmt hat es auch damit zu tun, dass solchen Wundern, solcher Hoffnung auf Wunder, oft auch kleine und große Sorgen, Wartezeiten, Unglück und Verlust vorausgehen. Ich kann sie verstehen, die Frauen am Grab. Sie waren sprachlos. Sie kamen ja trauernd. Ein letztes Mal wollten sie zu Jesus, ihm noch den letztmöglichen Gefallen tun. Immerhin durften sie hin, durften ihn noch mal berühren und ihn verabschieden. Vielen von uns war das heuer versagt. Das war das Ziel ihres Ostermorgens. Nur das konnten sie doch noch für ihn tun. Ihn noch einmal sehen, ihn berühren, ihn salben und dann Abschied nehmen, für immer. Und dann diese Überwältigung. Nicht der Tode Jesus, nicht die Kälte eines Grabes ist da, nicht das Ende einer Hoffnung und auch nicht der Zusammensturz eines Lebensplans, nicht der Tod, der alles zerstört hat. Nein, nicht die Dunkelheit, sondern das Licht. Und ein ziemlich lebendiger junger Mann, ein Engel, eine helle Stimme, eine Wärme und eine Botschaft, die unglaublich ist. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sebastian, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Sebastian hat es auf den Punkt gebracht. Als er da in einem kleinen Test in Rallye auf die Frage Nummer 3 antworten sollte, was feiern wir denn an Ostern? Sebastian ist schlau. Und in Rallye hat er auch gut aufgepasst und darum schreibt er, Jesus hat den Tod überlebt. So unübertrefflich klar hat dieser Junge aus der 3. Klasse dieses theologisch hochkomplexe Wunder, diesen großartig neuen Beginn der Christenheit, das Wunder des Ostermorgens, der Auferstehung, in nur 5 Worten erklärt. Jesus hat den Tod überlebt. Schüler sind dann doch die besseren Theologen, schreibt danach seine Rallye-Lehrerin in ihrem Facebook-Account. Jesus hat den Tod überlebt, besser kann man es doch gar nicht sagen. Überlebt. Überleben, trotz des Todes, trotz dieser verrückten Zeit. Das versuchen wir auch seit einem Jahr. Irgendwie zu überleben. Alleine, in der kleinen Familie, im Homeoffice, im Abstand von möglichst allen anderen. Es nervt. Es ist genug. Es soll jetzt endlich anders werden. Meine Güte, wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Was dann noch alles kommen sollte. Es reicht jetzt und wir sehnen uns aus der Finsternis hinaus zum Licht. Wir warten sehnsüchtig auf diese Nachricht, entsetzt euch nicht mehr, fürchtet euch nicht mehr. Wie schön wäre so ein Wunder. Und es geht uns wie den Frauen. Wir hoffen und finden uns ab. Wir hoffen neu und finden uns wieder ab. Mal sind wir wütend und schimpfen und jammern. Und mal wollen wir nichts mehr davon hören.
und ziehen uns zurück. Mal sind wir dann aber auch wieder zufrieden mit den wenigen Dingen, die ja auch gut sind für uns. Und manchmal geht es uns, wie es uns Menschen ebenso geht. Wir erwarten ein Wunder und meinen, jetzt, wo wir es haben wollen, jetzt müsste es auch geschehen. Wir Menschen selbst können keine Wunder tun. Sie geschehen, still und leise oder ganz berühmt in aller Öffentlichkeit. Und überall da, wo Wunder geschehen, ist dieses helle Licht, ist diese neue Hoffnung und das Glück und Energie, Frühlingsenergie. Es ist doch unglaublich, dass auch wenn es neulich noch mal geschneit hat, sich die Blumen nicht aufhalten lassen, herauszuspitzen, uns anzuschauen. Unglaublich, dass die Bäume nach jedem Winter ausschlagen und uns anzeigen, jetzt kommt wieder was Neues. Und es ist unglaublich, mit welcher Energie die Natur uns einlädt, sie zu genießen und uns Kraft zu holen. Und es ist ebenso unglaublich, wie Gott uns jedes Jahr durch die Passionszeit in dieses Osterwunder hineinnimmt. Wie viel Kraft allein aus der Hoffnung auf die Auferstehung einen Menschen stark macht. Ostern ist das Wunder, das so großartig ist, weil es das Dunkel kennt und trotzdem kommt. Jesus hat den Tod überlebt. Und dieses Wunder übersteigt alle Erwartung. Daran glauben zu dürfen, gibt mir so viel Energie und Hoffnung. Auch dann, wenn ich unterwegs bin, wie die Frauen zu unendlich traurigen Zielen. Dann ist das Wunder der Auferstehung, als ob mir jemand so ein Kraftpaket mitgibt. Ein gefülltes Etwas, von dem ich mir nehmen darf. So eine Art Powerbank. Kennen Sie diese kleinen schwarzen Kästchen? Die lädt man zu Hause auf an der Steckdose und dann kann man, wo immer man ist, daraus Energie holen. Auch ohne Steckdose, ohne Strom. Denn so eine Powerbank, die speichert Energie, um sie dann zu haben, wenn irgendwo die Energie ausgeht. Mitten im Wald, in der Nacht. Dann, wenn der Akku gerade alle wird und du doch noch telefonieren willst, wenn du auf deiner Wanderung schon so viele Fotos gemacht hast, so viele Eindrücke gesammelt hast, dass dein Akku nicht mehr reichen will, dann kannst du noch mal aufladen und weiter wandern. Und auch dann, wenn du dich verlaufen hast und dein Navi länger braucht als geplant, dann hilft dir die Powerbank auch ohne Steckdose. Ostern ist so eine Powerbank. Da steckt Energie drin. Die hilft dir, wenn dir im Leben der Strom ausfällt, wenn dein Akku leer wird, wenn es Nacht wird um dich oder schon finster, wenn du noch den Berg rauf musst, ehe du wieder Aussicht hast und wenn du noch eine Kurve drehen musst auf deinem Lebensweg, ehe du ans Ziel kommst. Jesus hat den Tod überlebt. Das ist meine Energie, meine Powerbank. Und wenn man sie immer gut auflädt, seine Powerbank, dann hat man auch immer Energie. Wenn wir unseren Hoffnungsakku immer wieder aufladen, so wie heute am Ostermorgen und jetzt hier, dann bleibt's Ostern, dann bleibt's hell und dann überleben auch wir. Und dann spüren wir wieder, dass das Leben schön und fröhlich ist. Und singen und feiern. Halleluja, es ist Ostern. Halleluja, Jesus hat den Tod überlebt. Amen. Und deshalb können und wollen wir alle fröhlich sein
Und so singen wir jetzt aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied Nummer 100, den ersten, den zweiten und den vierten Vers. Wir wollen alle fröhlich sein. Wo immer Sie uns jetzt gerade zusehen, mit uns Gottesdienst feiern, wir wünschen Ihnen von hier aus frohe und gesegnete Ostern, den Blick aufs Einfache, aufs Schöne im Leben und auf die Wunder Gottes. Vielen Dank, dass wir hier in St. Magdalena zu Gast sein dürfen. Vielen Dank allen Mitwirkenden dieses Gottesdienstes für die Musik, die Gebete, den Mesnerdienst, den Blumenschmuck, die wunderschöne Osterkerze, das Miteinander in dieser Stadt. Vielen Dank dem Team von Herzo TV für ihre Energie und dass sie uns Ostern ins Esszimmer, aufs Sofa, ans Bett bringen. Vielen Dank. Frohe und gesegnete Ostern wünschen wir Ihnen allen. Gesundheit den Kranken, Geduld für uns alle und dass wir uns bald fröhlich und gesund wiedersehen. Dafür wollen wir jetzt Fürbitte halten, für alles danken und für unsere offenen Wünsche bitten. Lasst uns beten. Danke, lebendiger Gott, für jedes Wunder in der Natur, für das Gelb der Osterglocken und Narzissen, für das Bunt der Primeln und das Grün, mit dem die Tulpe ihre Blüte schützt. Lass es uns neu entdecken. Danke, Gott, für die Farben der Ostereier und für den Duft des Morgenkaffees und die Süße des Osterbrotes, für das Glück, ein Dach über dem Kopf zu haben
und die Gnade, gesund aufgewacht zu sein. Lass uns das alles heute neu wahrnehmen. Danke, gnädiger Gott, für deine Güte und für deine Nachsicht mit unserer Ungeduld, für das Wunder der Auferstehung und dass du den Tod in seine Schranken gewiesen hast. Lass uns daran glauben. Danke, ewiger Gott, für alle, die mit Energie und Klugheit diese Welt regieren, um alles von uns abzuwenden, was Unglück bringt, den Unfrieden und die Ungerechtigkeit. Lass sie klug und treu bleiben. Danke, Gott, dass es Menschen gibt, die sich liebevoll um andere sorgen und kümmern. Danke für alle, die die Untröstlichen trösten. Danke für alle, die Mut machen, wo die Energie fehlt und der Lebensmut. Lass sie spüren, dass sie Hoffnungsboten sind. Danke, Gott, für dieses Osterfest. Lass es uns feiern in aller Herausforderung. Sei bei uns, behüte und segne uns. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus es schon mit seinen Jüngern getan hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns nun unter dem Segen Gottes in dieses Osterfest gehen. Der auferstandene Gott segne euch mit der Kraft des aufbrechenden Frühlings, mit den bunten Wundern seiner Schöpfung, mit dem Trost einer jeden Begegnung, mit der Hoffnung des Engels im leeren Grab. Fürchtet euch nicht, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Und so segne euch, uns alle, alle um uns herum, und alle, die wir im Herzen tragen, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.